Sehnsucht. Wie kein anderes Gefühl zieht es uns aus dem Alltag fort, in fremde Länder bis ans andere Ende der Welt. Australien hat mich schon immer fasziniert. Zuerst war es nur ein Traum, ein Jahr lang unterwegs sein im eigenen Auto, immer dort entlang fahren, wo die Nase hin zeigt. Wenn man es wirklich will, werden Träume wahr. Vor einem Jahr habe ich meine Wohnung in kleine Kisten verpackt und den Rucksack umgeschnallt. Dann stieg ich in ein Flugzeug und flog los. Australien ist Freiheit. Nie zuvor war ich so lange von zu Hause fort und zum ersten Mal lag mein Leben vollkommen in meiner Hand. Das Ziel war der Weg, 20.000 Kilometer auf dem Highway 1, rund um den roten Kontinenten herum. Auf meiner Reise sah ich die aufregendsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann. In Adelaide blieb ich gleich mehrere Wochen, ehe es 1.200 Kilometer lang durch die Nullarbor ging, dem größten Sandsteinplateau der Welt und einem Ort voller Sagen und Mythen, mit der geheimnisvollen Nullarbor-Nymphe. Es war ein Jahr voller Begegnungen und Bewegungen. Immer unterwegs im Karawanenstrom der Rucksackreisenden, die in Kombis und Minivans von Stadt zu Strand pilgern und unkompliziert in den Tag hineinleben. Wenn der Ausblick gefiel, schlug man das Nachtlager auf, freundete sich mit anderen Backpackern und der Tierwelt an und lernte ein Land kennen, das wie kein anderes für das Reisen steht. Ein Ort fern vom Alltag, in dem es immer noch etwas zu entdecken gibt. Vor allem das Leben und sich selbst. Das war mein Australien und meine Sehnsucht. Und eines Tages komme ich wieder.